Hallo, jetzt sind wir auf der Demo hier beim Klimastreik. Es sind wahnsinnig viele Leute da und auch Ska Keller ist da, unsere Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament. Ihr seid ja mit einem wahnsinnigen grünen Ergebnis reingewählt worden. Das war ja auch eine Verpflichtung für den Klimaschutz. Das war ja eine Klimawahl. Was passiert gerade bei euch? Wie nehmt ihr diesen Schwung mit? Ja, wir haben in der Tat krass viel Schwung mitgenommen und vielen, vielen Dank dafür. Aber das müssen wir natürlich jetzt umsetzen, eine Aktion. Noch sind wir nicht überzeugt mit dem, was die Kommissionspräsidentin, die neue, da vorlegen will. Immerhin wird das jetzt irgendwie halt Priorität in der neuen Legislaturperiode. Aber wir gucken natürlich drauf, was sind die ganz genauen Aktionen, was soll ganz genau passieren. Und gerade haben wir auch jetzt den UN-Klimagipfel, wo es wichtig ist, dass alle europäischen Staaten da mit einem klaren Plan reinkommen, wie sie ordentlich reduzieren. Super, bei uns heißt es ja immer auch global denken, dafür ist dann Ska zuständig, lokal handeln, das machen wir, indem wir bei der Kohle jetzt schon 2030 in Berlin aussteigen, indem wir immer mehr gucken, dass Berlin zur autofreien Stadt wird und der ÖPNV ausgebaut wird, mehr Fahrradwege kommen, indem wir auch das Biofleisch aus Brandenburg mehr kommen, da ist auch Ska auch gerade her aus Brandenburg, und indem wir einfach die Stadt prinzipiell umbauen, auch mehr Grünflächen und auch diese schrecklichen Tiere raushauen, damit wir den Eisbär schützen. Den wollen wir. Tschüss!